Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Turing-Karte Version 2 oder Karte 2 und Version 2.0. Ja, wir haben Winter. Winter mache ich jetzt auf 3 Tage. Allgemein auf 3 Tage. Alle, wenn und denn schon, ne? Wir versorgen jetzt die Kühe mit Futter und mit Wasser. Und wir werden nachher nachdenken. Nach Düngen geht. Düngen ist vorbei. Wir haben jetzt Frost. Jetzt beschwert sich der Abfahrer wegen gefrorenem Boden. Also geht nicht weiter mit DRS. Und wir warten, bis das Tauwetter kommt. Das sieht nicht so aus. Wir werden die Kühe versorgen, sowohl die Milchkühe als auch die unsere Fleischränder. Wir werden mal die Milchtiere versorgen und dann gleich nachher putzen hier. An der einen Stelle machen sie wirklich Mist. Die Brüder. Die da schon recht alle geworden. Höchste Eisenbahn. Ja, können wir den Trecker von hier gleich kriegen, dann können wir geradeaus fahren. F1. Links. Und machen wir rechts. Da müsste hier vorne irgendwo sein. Ups. Da können wir geradeaus fahren. Sieht komisch aus, aber ist halt so, ne? Obwohl ich wollte eigentlich die Silage mitnehmen. Da muss man kurz zurückfahren. Kannst du nur mitnehmen, wenn er entsprechend leer ist, ne? Also fast leer ist. Dass immer noch mit Mischfutter bleibt. Sonst haben wir, oder Mischration oder wie das heißt. Sonst haben wir die reine Silage, dann müssen wir abkippen irgendwo. Würde ich auch nicht. So, runter mit dem Ding. So. Staubsauger aktivieren so ungefähr, ne? Und dann schleudern wir immer das Zeug mal hinten uns rein. Solange es hoffentlich eine Station bleibt, ne? Ansonsten ist es nur Futter. Futter ist dann getrennt, also Heustroh und ja, wie auch so heißt, ne? Heustroh, Silage. Ist nicht zum Wegwerfen, aber die wollen eine Station haben. Ja, wir haben jetzt fast wieder durch, ne? Immer so kurz zählen nachher. Aber die Folge auf jeden Fall noch. Eine glaube ich noch. Aber das schaffe ich auch noch. Wir machen heute die Kühe. Das ist auch viel Arbeit. Zwei, drei Mal fahren. Pro Stahlseite. Und ja, dann schauen wir. Hoch genug, aber hoch. Das können wir hier lang fahren, aber nicht immer extra. Ja, ich habe ein bisschen viel weggenommen, ne? Von Bombenarbeitung her. Aber gut. Bei Gelegenheit vielleicht mal das mal korrigieren. Aber vorläufig nicht, glaube ich. Ja, wir kaufen komplett neue Geräte. Also alle, was vorher Mods war, ist jetzt weg. Mehr oder weniger. Bis auf wenige Ausnahmen. Ich werde noch die anderen Geräte kaufen, wie jetzt Autoload-Anhänger für Ballen und Paletten und Autoload-Anhänger für Holz. Aber erst dann, wenn ich es brauche. Also, Wolle haben wir auch keine. Ja, kann man vielleicht mal Schafe nachdenken. Ne? Aber die Wiese, mal sehen, was die uns in Silage bringt und Heu. Da will ich ja mal Heu machen. Mal sehen, wie Wetter mitspielt. In diesem Sommer. Letzten Sommer war es hier dammtrocken. Gut, da könnte man zur Not die Heutrocknung anwenden. Das sollte trotzdem funktionieren, also auch hier. Wenn das Wetter nicht mitspielt. Ja, hier rechts wollte ich entweder Soja oder Sonnenblumen.
kann dir jetzt noch Sonnenblumen, weil ich noch nicht, weil ich schon gedüngt habe. Und die Sämaschine, die ich jetzt habe, gekauft habe, die kann nicht kruppern, die muss ich also vorher kruppern. Also bietet sich an, dass wir da Sonnenblumen reinbringen. Vom logischen her. Und auf 1, auf 60 dann nachher Soja. Da wir die Fruchtfolge ein bisschen einhalten und da, wo die jetzt die Wiese ist, im nächsten Jahr mal sehen, ob wir da im Herbst, nach der zweiten Maat, dann nachher so anders reinbringen. So, hat er hier genug Futter? Schauen wir hier nach, ne? Und der uns hier sagt, ja, das reicht, das ist voll. Wasser machen wir auch gleich. Und dann fahren wir noch immer kurz eine Ehrenrunde und dann fahren wir im Stall vorne rein, ne? Und hier ist kein Tor, also vorne. Ja, hat nachts schnelle Vorspuren. Bringt jemand den Nachteil, dass die Tiere entsprechend schneller Futter brauchen, ne? Und wieder mehr Mist machen, die Brüder. Die eine Stallhälfte macht Mist, die andere nicht. Die Stroh haben sie alles verbraucht, mehr oder weniger. Aber was nicht da ist, ist kein Mist. Okay, das war ja eigentlich. Ja, gewusst habe ich das schon. Aber ich wollte noch mal testen. So hier, die Dussel. Ja, da sagt einer, die Rinder sind nicht stur, ne? Die sind stur wie sonst was. Die bleiben stehen. Die kennen da nichts. Okay, es ist ja auch nicht normalerweise auch nicht vorgesehen, dass wir hier reinfahren. Ne? Also der Trigger halt da ist, ist halt Fehler, wann er behoben wird. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist ja keine Meldung gelesen. Er hat zwar was eingebracht, um man ein Safe was ändern kann, einen Speicherstand, aber da soll ich nicht reingehen. Das ist mir zu kompliziert. So. So, jetzt haben wir rechts die dusseligen Kühe. Beziehungsweise sind sie die Bullen, ne? Hier sind es ja die Bullen. Gut, die haben alle Euter. Ja, gut, das kann man nicht ändern. Und der LS gibt ja da jetzt keine anderen Tiere zur Verfügung. Und deswegen haben wir auch nur Kühe mit, also mit Euter, ne? Aber die sind bald alle schlachtreif. Also die, schätze ich mal, spätestens im Sommer gehen die weg. Und dann überlege ich mir, hier die Kälber reinzubringen. Oder mir einen anderen Stall zu bauen. Um entsprechend da auch noch Mist zu kriegen. Ne? Mist für die BGH wäre nicht schlecht. Ich würde ein bisschen verdienen. Ne? Ja gut, das ist nicht das Problem. Also bei 200 Rinder, die wir haben, 200 und... 250 ungefähr, kommt was zusammen, wenn wir Mist hätten, ne? Gut, da müssten wir auch Stroh haben. Nächstes Jahr wird Stroh ebenso knapp. Wir haben noch ein Feld mit Stroh und hoffentlich mal, dass da kein Regenwetter ist, ne? Dass wenn Stroh in der Regen fällt, dann ist der Stroh weg. Dann ein paar Eier, ne? So, Hauptsache mein Mischfutter reicht. Obwohl, wir haben ja jetzt im Frühjahr. Im Frühjahr können wir ja, also die Lage haben wir schon und wir könnten ja theoretisch immer Heu und Dings kaufen. Also Heu müssten wir aktuell kaufen. Also Stroh haben wir genug erstmal, aber Heu ist halt Mangelware. Ne? Da hat letztes Jahr keine gemacht. Wir hatten auch keine Wiese, sondern nur ja, normale Felder. Und das Jahr ist anders, da haben wir eine große Wiese, Anführungszeichen. Und mal sehen, was wir nächstes Jahr machen. Machen wir gerade auch wieder eine Wiese irgendwo, um die Fruchtfolge einzuhalten. Macht sich doch dann leichter. Das Ding ist leer. Kein Stroh da.
Ja, noch kurz Wasser geben, ne? Und dann ist wieder fast fertig, ne? Da geht eine Silage mal, kurze BGH und Gülle. Und dann ist die Winterarbeit, ne? So, mach Platz, Junge. Kurz ruckeln, ne? Machen wir gleich den Mischer an hier. Für Mischfutter. Und dann gibt's aber Hackfleisch. So sieht's aus. Ja. Ob wir alles reinkriegen oder noch was holen müssen, mal sehen. Diese paar Tiere mehr als links, also da muss ich ein paar Kühe holen normalerweise. Ja, wir können doch mal losdüsen. Ah, ich denke mal, die Kühe reichen, wenn er die. Also für mich, wir bekommen nachher so einen Sommer, da wird es ja einige Kälte geben. Und dann schauen wir mal, was wir da machen können. Ob sie das lohnt, ne? Muss ja auch lohnen, die Sache, ne? Was bringt die Milch auf ein? Milch bringt ein aktuell. Ich speichere mal ganz kurz. Wenn wir Milch hätten, wir haben keine Milch. Milch für 1009. Wie Viehhandel, Futter, Verkauf. Die wollen für die Milch 1009 geben. Das ist Milch. Jo. Und die Silage 270, hat nicht geändert. Viehhandel, Ballenverkauf 102. Naja. Habe ich einen anderen Schwierigkeitsgrad? Fällt mir gerade mal so ein. Ja, gucken wir gleich. Mal. Einfach. Normal. Mal gucken, mal einfach wäre. Wie wäre dann die Preise? Oh. Oh. Dann wären es 450. So, Gülle 1005, das wäre Vermögen. 403 noch was. Sonnenblumen 1007, 1005. Habe ich das verstellt? Normal habe ich eigentlich, naja, normal. Und es gibt noch einen Modus, glaube ich, irgendwie. Hektar. An, aus. Radius klar aus. Und Fahrzeug aus. Kamerageschwindigkeit, Fahrzeug. Lenkgeschwindigkeit. Und Zugnahme aus. Brauchen wir nicht. Tour. Tja, das ist ja schon Unterschied, ne? Aber wir machen normal weiter, glaube ich, das ist das Beste. Das wäre jetzt auch für ein System schwierig, glaube ich, jetzt umzustellen. Ne, da wäre kurzfristig für Gülle, also die jetzt einkippen würde, richtig doppelt, also das ist schon gewaltig, doppelter Preis, ne? Also einfach. Wir machen normal weiter, ist egal. Aber trotzdem wäre das vorher bei 600 und noch was gewesen, ne? Also 700. Ah, das ist mir sogar schon eingefallen, ne? Das ist ein großer Unterschied, ne? Wenn du nun. Muss ich mal nächstes Mal bei der Marsch vergleichen, also mit der gleichen Grün. Ich meine, das ist schon, wie soll ich sagen, wenn du schnell fertig werden willst, ist das sicherlich sinnvoll, ne? Besonders da, wenn du eine Brücke bauen willst, dann ist das schon,
Jo, Zeit 15. Naja, da haben wir fast geschafft. Dann fahren wir noch zum Stall, machen wir leer und dann haben wir die Folge auch fertig. Ja, nur zum Rande mit dem Geld, ne? Naja, dann ist ja. Hätten wir von der BGH mal doppelt gekriegt, ne? Über Nacht, ne? Das mehrmals. Jo, das ist schon. Ja. Ich denke drüber nach. Also aktuell lasse ich mal auf Null, auf normal. Und mal schauen, ob ich da. Wenn das vorangehen soll, muss man eigentlich auch einfach machen, ne? Das ist ein bisschen. Sonst wäre ja auch auf Dauer blöd, wenn wir überhaupt nicht vorwärts kommen, ne? Weil wir kriegen hier an der BGH so gut wie gar nichts, das verdient ja fast nichts. Nicht genau. Hast du recht, Kuh. Oder Bulle, wie auch immer. Geht schon mit dem Kühen hier. Ist schon soweit. Oh, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, wir haben noch nicht fertig. So, geht alles rein oder nicht? Wenn alles reingeht, dann haben wir es geschafft. Mann, haben die irgendwo ein Loch oder was? So, Lucho, das soll es für heute gewesen sein, trotz alledem. Ich mache die Folge halt zu Ende. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ja, wir machen gleich weiter mit der nächsten Folge mit, ja, weiterfüttern, ne? Tschüss. Und danke fürs Reinschauen.